Willkommen, da sind wir wieder mit Schröders Nebenwerte-Watchlist, natürlich von und mit Michael Schröder, schön, dass du da bist. Von ist super. Hallo. Von ist super, ja, du hast die Sendung mit aus der Taufe gehoben. Das stimmt. Bringst uns immer regelmäßig 5 Werte mit, die wir genauer unter die Lupe nehmen, oder halt du. Freenet, der erste Wert. Auf Jahressicht sieht es gar nicht so gut aus für die Freenet-Aktie, so rund 17% verloren. Jetzt, so in diesem Jahr, hat man sich so leicht wieder nach oben orientiert. Wie kann es weitergehen? Ja, wir haben es thematisiert, diese Erholung war überfällig, weil der... Wie so oft, das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, der Abverkauf im Q4 im letzten Jahr übertrieben war. Es kann noch weiter aufwärts gehen und es wird vermutlich auch in diesem Tempo die nächsten Tage, Wochen weiter aufwärts gehen. Wir haben jetzt zwei interessante Termine. Am 9. Mai haben wir die Q1-Zahlen. Die werden wieder nicht spektakulär ausfallen, aber direkt drauf am 16. Mai haben wir dann die Hauptversammlung und das ist im Moment der Triggerpunkt, der Hauptkaufanreiz, denn da wird eine Dividende von 1,65 Euro je Aktie beschlossen, steuerfrei. Das bedeutet auf dem aktuellen Niveau eine Dividendenrendite von 8% und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Aktie sich jetzt hier wieder langsam peu à peu nach oben arbeitet, die viel zitierten Dividendenjäger. Aber es lohnt sich halt auch, weil die Dividende nachhaltig steuerfrei ausgeschüttet wird, die Rendite sehr hoch ist und in Zeiten von der Nullzinspolitik und Niedrigzinsen sind Dividenden, das kann man ganz klar sagen und man sieht es auch übergreifend in den anderen Indizes, die Dividendenwerte stark nachgefragt, das wiederum hier bei Freenet der Hauptkaufanreiz. Man hat hier gesehen, so ein kleineres Kaufsignal mit dem Sprung über die GD200, da kommt dann keine dynamische Kursrallye danach. Wir sehen hier einen richtig schönen, gemütlichen Aufwärtstrend. Sollte jetzt hier bis Mitte Mai, bis zur Hauptversammlung noch bis in den Bereich 22 Euro weiterlaufen. Und dann, wenn die Karten neu gemischt, dann muss man mal sehen, wenn die 1,65 Euro abgezogen werden. Aber ich habe es einfach nur noch mal mitgebracht, weil auch für den Aktionär die Freenet-Aktie als Dividendenperle ganz oben mit auf dem Zettel steht. Gut, nach den Zahlen oder der Hauptversammlung schauen wir wieder drauf. Spätestens dann, jetzt gibt es erstmal Verbio. Im 6-Monats-Chart sieht man ein bisschen, die Aktie hat sich ordentlich seitwärts orientiert. Sie konsolidiert trotz guter fundamentaler Nachrichten. Wir sehen es gleich noch in dem nächsten Chart, der etwas länger gefasst ist. A, wo die Aktie herkommt und B, wo die Aktie auch hingehen kann. Entscheidend, du hast es schon gesagt, hier diese Seitwärtsbewegung ist der Bereich 7,60 Euro, 7,69 Euro. Vielleicht gehen wir direkt mal auf den 3-Jahres-Chart. Operativ das Unternehmen sehr stark unterwegs, profitiert von hohen Biodiesel- und Bioethanol-Margen. Und man sieht hier die explosive Charttechnik. Wenn wir über dieses Kaufsignal generieren, dann haben wir hier noch einen kleineren Widerstand in diesem Konsolidierungsbereich bei 8 Euro. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, weil wir hier beim Aktionär auch erwarten, dass die aktuellen Prognosen, die schon erhöht wurden, immer noch zu konservativ sind. Hier gibt es auch Zahlen am 9. Mai, dass diese Prognosen übertroffen werden und dass wir dann hier vielleicht nicht ganz so dynamisch wie 2017, aber dann hier auch mal eine Kursrallye sehen, die die Aktie schnell dynamisch in zweistellige Kursregionen führen kann, also über die 10 Euro Marke hinaus. Also hier eher für den spekulativ orientierten Anleger. Wir haben im Realdepot auch einen Fuß in die Tür gesetzt, aber kommt dieses Kaufsignal, dann könnten hier weitere Käufe angelockt werden. Und wie gesagt, fundamental erwarten wir hier positive Newsflow in den Mai hinein. Hier schon auf Sixt. Das Thema Carsharing wird hier immer wichtiger. Nach eigenem Claim sagt man ja, man betreibt Carsharing in Geil. Läuft es denn auch oder wirkt es auch positiv auf das Geschäftsfeld insgesamt aus? Im Moment ist es alles viel Fantasie, weil das Ganze noch auf kleiner Flamme gekocht wird. Produktstart dieser App, dieser Mobilitätsplattform hatten wir hier Ende Februar. Man sieht, wurde viel der Startschuss für die neue Aufwärtsbewegung. Das Thema jetzt hier nochmal mitgebracht, weil wir jetzt, wir haben immer gesagt, dass wir jetzt nachhaltig in dreistellige Kursregionen vorstehen. Das ist im Moment der Fall hier. Die kleine Konsolidierung ist abgeschlossen. Jetzt geht es weiter Richtung 105 Euro. Zahlen auch hier fürs Q1 am 9. Mai. Da erwarten die Investoren natürlich weitere Details zur Mobilitätsplattform, ob es jetzt schon erste zählbare Umsätze und auch Gewinne aus dem Ride-Hailing und aus dem neuen Carsharing-Bereich gibt. Man sollte das Ganze noch nicht überbewerten. Wir sind hier noch in der Investitionsphase, aber die mittelfristigen Aussichten sind phänomenal oder enorm. So wird es zumindest vom Unternehmen und von den vielen Analysten dargestellt. Und ich glaube auch, dass wir hier halt noch viel Potenzial
Potenzial haben, erfahren wir hier neue Details, vielleicht für eine neue Prognose, eine überarbeitete Jahresprognose ist aus meiner Sicht noch zu früh. Also weiter steigende Umsätze und ein stagnierendes EBT ist im Moment die Maßgabe. Daran dürfte sich jetzt hier zum Q1 noch nicht ändern, eher ins zweite Halbjahr hinein, weil wir alle wissen, dass die Prognosen vom Erich Six vom Vorstand recht konservativ sind und meist in der zweiten Jahreshälfte auch nochmal überarbeitet werden im Wording. Also alles im Allen, der Aufwärtstrend ist intakt und die bisherigen Höchststände hier, 119, also die 120 Euro Marke, sollte dann über den Sommer oder in den Sommer hinein oder in den Herbst hinein auch erreicht werden. Schön ist, dass wir immer mal wieder Konsolidierung sehen, kurzfristige Rücksätze, also dass wir hier nicht zu übertrieben steil nach oben laufen. Also man kann hier durchaus von einem mustergültigen Aufwärtstrend sprechen mit mittelfristigem Ziel 120 Euro. Bei Evotec, dem nächsten Wert, müssen wir noch einen Tick länger auf die Q1-Zahlen warten. Am 14. Mai werden diese vorgelegt. Was hast du hier für Erwartungen? Ich können die Erwartungen eigentlich mal kringeln. Also die Erwartungen sehen hier eher so aus und nicht so. Hier haben wir, das war der Biotech-Medizintechnik-Bereich, war in den letzten Wochentagen nicht ganz so hoch im Kurs der Investoren. Man sieht hier auch eine scharfe Korrektur dieser dynamischen Ausbruchsbewegung mit diesem Kaufsignal im Sprung über die 22-Euro-Marke. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, am 14. Mai gibt es neue Zahlen, die auch das Potenzial des Unternehmens wieder ganz klar darstellen sollen. Ich warte jetzt hier kaum Abweichung zur bisherigen Prognose, weil erst vor ein paar Wochen die 2018er Zahlen mit dem neuen Ausblick für 2019 präsentiert wurden. Aber man sieht hier, diese Ausbruchsbewegung wurde jetzt extrem dynamisch korrigiert, aber auf diesem Bereich 22 Euro mit dieser Stabilisierung hier könnte dann eine Trendfortsetzung gestartet werden, die dann spätestens mit den Zahlen am 14. Mai nochmal einen neuen Auftrieb geben soll. Soll heißen, der aktuelle Aufwärtstrend, man sieht, wir streben hier in einem schönen Trend aufwärts, immer wieder mit diesen Peaks nach oben, sollte sich fortsetzen, da hier bei 22 Euro für trading-orientierte, aber auch für langfristig orientierte Anleger weiterhin ein interessantes Niveau, um mögliche Positionen auszubauen oder tatsächlich hier eine neue Trading-Position zu starten. Dann schauen wir zuletzt noch auf Extron und da müssen wir uns gar nicht mehr lange gedulden, bis die Zahlen vorgelegt werden. Morgen ist es schon soweit. Auf was müssen wir uns hier einstellen? Am Dienstag, der 30. April, ist jetzt der Tag, an dem die Q1-Zahlen vorgelegt werden. Man muss hier natürlich ein bisschen auf die, ich will nicht sagen Euphoriebremse treten, aber diese Zahlen, Q1-Zahlen werden noch nicht wirklich berauschend werden. Der Auftragseingang, die Nachfrage wird noch sehr verhalten sein. Das konnte man aus den jüngsten Aussagen und Statements des Vorstands schon herauslesen, aber auch bei Branchenvertretern hat man gesehen, Q1 noch sehr mau, Q2 langsame Belebung und die Hoffnung, das ist das, was in den letzten Tagen ganz klar wurde, die Hoffnung ruht hier auf das zweite Halbjahr in der gesamten Halbleiterbranche und bei Aixtron im Besonderen. Hier erwartet man, dass man noch neue Aufträge, größere Aufträge erteilt bekommt, also Fakt ist, spielt die Börse tatsächlich hier die Karte Belebung, Hoffnung im zweiten Halbjahr. Dann sehen wir hier das Kaufsignal mit dem Sprung über die 10-Euro-Marke. Dann geht es nach oben raus. Überwiegt der Pessimismus, sprich die Q1-Zahlen werden hier vorgeschoben und sie fallen den Investoren zu schlecht aus. Natürlich haben wir hier auch eine schöne 30% Rallye gesehen im Vorfeld. Dann kann es durchaus sein, dass wir hier morgen nochmal neben der volatilen Entwicklung nochmal einen Rücksetzer sehen. Aber bestätigt sich die Einschätzung, die man rein interpretieren kann durch viele Wettbewerber und durch Aussagen des Vorstands. Und wir sehen hier eine Belebung im zweiten Halbjahr. Dann sollte diese 10-Euro-Marke tatsächlich auch überwunden werden, dann haben wir hier oben Ziele 12 Euro oder auch das deutsche Bankkursziel von 14 Euro auf Jahressicht. Also Aixtron, wir haben es hier schon oft thematisiert, hat noch einiges im Köcher, auch was die Auftragssituation betrifft. Und es wird ein spannender Termin und wir werden tatsächlich am Ende morgen sehen. Klingt blöd, ist aber so, was der Markt aus diesen Zahlen macht. Um es auf den Punkt zu bringen, passt der Ausblick den Investoren, dann geht die Aktie nach oben raus. Und du wirst sicherlich auch auf deraktionär.de darüber berichten. Richtig. Dankeschön für heute. Gerne. Michael, danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.